So, ich habe jetzt einfach beschlossen, da ich eine wunderbar ausgearbeitete Rede habe und das Wetter entsprechend genial ist und das dann wieder 10 Minuten dauert, dass ich die Rede jetzt einfach mal lasse. Und einfach die Positionen, die ich zu diesem Thema habe, klar darlege. Und zwar brauchen wir aus meiner Sicht ganz klar einfach diese im Hinterzimmer verhandelten Handelsabkommen, so wie sie jetzt im Moment funktionieren, nicht. Warum brauchen wir sie nicht? Weil sie ungerecht sind. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den wir immer wieder betonen müssen. Sie sind ungerecht für uns hier, sie sind ungerecht in Deutschland, sie sind ungerecht, weil sie eine Globalisierung, die im Endeffekt auf Ausbeutung basiert, die darauf basiert, dass alles, was wir im Endeffekt konsumieren, auf eine Art hierher gebracht wird, dass es produziert wird in einer Art, die im Endeffekt sowohl die Umwelt als auch die Menschen schädigt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir hier stehen und warum wir auch dagegen sein sollten. Sie wird es jetzt überraschen. Ich bin grundsätzlich nicht gegen Handelsabkommen. Das ist nicht mein Problem. Was wir brauchen aber, sind faire Handelsabkommen. Wir brauchen Handelsabkommen, die genau diese Brücken, die im Endeffekt abgebrochen werden, die sozial werden, die gerecht werden, diese Brücken wieder betonen. Wir brauchen im Endeffekt ein Handelsabkommen, in dem verhandelt wird, dass Profit nicht der Hauptaspekt ist, sondern dass im Endeffekt Dinge wie Sozial-, Klima-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards festgeschrieben werden. Und wenn das unser Handelsstandard würde, dann wäre A gerecht für den Handel und wäre gerecht für die Menschen, für die Umwelt und für die Nachhaltigkeit. Wir sind heute in einer Situation, dass im Endeffekt 800 Millionen Menschen weltweit hungern. Wir sind in einer Situation, dass über 2 Milliarden Menschen immer wieder in die Bredouille kommen, dass sie nicht wissen, wie sie sich versorgen sollen. Und gleichzeitig schmeißen wir hier in unserer Gesellschaft Millionen von Tonnen Lebensmittel jeden Tag und jedes Jahr in den Müll. Das ist nämlich die Situation, die genau durch diese Handelsabkommen forciert wird, und das ist genau das, was wir eigentlich nicht mehr brauchen. Deswegen brauchen wir nicht nur einen Neustart, wir brauchen einen völlig neuen Aspekt, was den Handel weltweit betrifft. Wir brauchen einen Aspekt, der vor allem globale Gerechtigkeit, aber auch den Aspekt der Nachhaltigkeit betont. Wir zerstören zurzeit mit einer Konsequenz unsere Umwelt. Wir zerstören mit einer Konsequenz das, was im Endeffekt einmal diese Welt ausgemacht hat, und wir treiben sie damit in eine Situation permanenter Krise und immer weiter fortschreitender Kriege. Wir haben heute eine Situation, die völlig entgleist. Und das hängt eben ganz klar zusammen mit der Art, wie wir konsumieren, wie wir handeln und wie wir im Endeffekt unsere Welt behandeln. Und es wird nicht nur Konsequenzen haben für die Länder, die wir ausbeuten, es wird ganz klar Konsequenzen haben für uns. Denn wir sehen jetzt schon eine Situation, in der eine Welt entsteht, die immer ungerechter wird und auf dieser Grundlage immer unfriedlicher wird. Ich beschäftige mich seit Jahren, und das ist jetzt nicht unbedingt unser Thema, mit dem Thema Sicherheitspolitik. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie mich mit einer Welt beschäftigt, die so in der Krise war wie im Moment. Und das hängt natürlich zu vielen zusammen, wie sie von uns behandelt wird. Und genau da müssen wir ansetzen, da müssen wir Änderungen einführen. Sonst macht diese ganze Diskussion über Politik und Wahlen auch irgendwann keinen Sinn mehr. Deswegen meine Bitte, nicht nur zu den Wahlen gehen, da rufe ich natürlich ganz massiv auf, sondern sowohl jetzt vor den Wahlen als auch nach den Wahlen über alle Organisationen, die für eine faire Welt kämpfen, da dranbleiben, da weiterarbeiten und da sich ganz massiv einbringen. Das ist der einzige Weg, den wir haben für eine gerechte Gesellschaft. Ich danke Ihnen. Ja.